Jedes neue Semester beginnt an Österreichs Universitäten mit alten Problemen. Viele Studienrichtungen sind völlig überlaufen. Es fehlt an der Infrastruktur und am Lehrpersonal. Im Wissenschaftsministerium kennt man darauf nur zwei sehr fantasielose Antworten: flächendeckende Studiengebühren und Zugangsbeschränkungen. Die wahren Probleme der Universitäten, von der Finanzierung bis hin zum freien Hochschulzugang, bleiben dabei unangetastet. Die FPÖ hat einen 12-Punkte-Plan für Österreichs Hochschulen aufgestellt. Darin ist auch von einer Uni-Milliarde die Rede. Wofür soll dieses Geld verwendet werden? Um am Humboldtschen Prinzip der forschungsgeleiteten Lehre dauerhaft und nachhaltig festhalten zu können, müssen wir Geldmittel in die Hand nehmen, um die Studienbedingungen und auch die Forschungsbedingungen auf österreichischen Hochschulen eindeutig zu verbessern. Der freie Hochschulzugang ist besonders für Studierende aus anderen EU-Mitgliedstaaten attraktiv. Wie kann der Massenansturm bewältigt werden? Mit der gesetzlichen Verankerung des Herkunftslandsprinzips in österreichischen Gesetzen können wir nachhaltig sicherstellen, dass nur diejenigen Studierenden nach Österreich kommen, die letztlich auch in ihrem Heimatland eine Studienberechtigung besitzen. Heute haben wir einen anderen Fall. Heute kommen alle diejenigen zu uns studieren, die in ihren Heimatländern keinen Studienplatz besitzen. Wir wollen die Besten haben, die aufgrund der besten Lehre zu uns kommen. Und mit dieser Maßnahme können wir das sicherstellen. Die ÖH als Studierendenvertretung tritt nicht immer als Serviceeinrichtung in Erscheinung, siehe Pleite Café Rosa, Genderreferate oder Unterstützung linksextremer Umtriebe. Wie müsste eine sachorientierte Hochschülerschaft nach dem Willen der Freiheitlichen aussehen? Die bundesweite ÖH-Vertretung agiert nie im Servicecharakter, sondern ausschließlich gesellschaftspolitisch. Und zum Teil in einer Form, wie sie es im heutigen Kuba nicht mehr gibt. Und darüber hinaus, und das ist ein wirklicher Mangel, ist diese bundesweite Vertretung nicht direkt demokratisch legitimiert und hat auch letztlich keine Wahlbeteiligung zugrunde liegend für ihr Tun. Hebt Zwangsmitgliedsbeiträge von 100% der Studierenden ein und macht eine Klientelpolitik für 5% der Studierenden. Und da sagen wir, dem müssen wir einen Riegel vorschieben. Da gehören massive Änderungen her, um die ÖH wiederum zu einer Serviceeinrichtung zu machen.